Herzlich willkommen, geschätzte Gäste, bei Börsenhof TV aus dem weihnachtlich geschmückten Börsenhof. Viel Spaß bei unserer Sendung. Adventmärkte für unsere Reisegruppen ausfindig zu machen, habe ich mir die Adventmeile in der Kurstadt Baden angesehen. Wir sind hier jetzt im Kurpark neben dem Casino. Das ist übrigens das größte Casino Österreichs. Baden ist bestimmt ein schönes Ausflugsziel für eine Gruppe, die zur Adventzeit kommt. Natürlich ist Baden auch im Sommer sehr schön mit ihren vielen Parkanlagen. Im Bild seht ihr das Stadttheater. Baden hat ja zwei Theater, die Sommerarena und das Theater für den Winter, das Stadttheater mitten in der Stadt. So, und jetzt kommen wir mitten in die Stadt. Die Fußgängerzone Richtung Pestsäule. Ich muss sagen, die Adventmeile in Baden hat mir sehr gut gefallen. Spaßlabor. Herzlich willkommen, geschätzte Gäste, bei Hornungs weihnachtlichem Spaßlabor. Mir ist noch ein lustiges Gedicht eingefallen und auch das trage ich euch jetzt vor. Es heißt Heiliger Abend und danach. Hau, hau, vom Walde komm ich her und finde keine Christbäume mehr. Die liegen seit November, das macht mich schwach, eingezäunt bei Obe und Hornbach. Sekt, Wein, Bier und Essen kaufen, geschwind noch in Geschäfte laufen. Kann man dort auch noch was kriegen, damit sich zu Haus die Tische biegen? Als käme eine Hungersnot und man wäre ohne Vorrat tot? Schweine, Rinder und auch Karpfen strecken für uns Leute die Schlapfen. Uns entkommt auch nicht Gans und Ente, die kauft man von Opas Rente. Bitte, kling, Glöckchen, kling, meine Brieftasche ist schon sehr gering. Endlich dann die Jingle bellen und Weihnachtsbäume die Nacht erhellen. Doch nein, mir wird jetzt doch noch klar, die sind ja auch schon seit November da. Advent vorbei, es ist soweit. Das war vorm Jahr die stillste Zeit. Das Glöckchen klingt, manch Kindlein springt, um schnell Geschenke zu erhaschen. Männer interessieren die Flaschen von Schnäpsen und teuren Wein. Bei Frauen sollte es Kleidung sein oder wenn es geht auch Diamanten vom Ehemann oder Bekannten. Große Kinder brauchen schon Computer, Laptop und iPhone. Nach den Geschenken ist es soweit, die Jugend hat nun keine Zeit. Man muss im Internet kurz chatten oder im Netz noch etwas wetten. Doch meist verspürt man einen Ruck und schaut mal rein ins Facebook. Mit 20 Jahren, meint Opa ganz beklommen, habe ich damals ein Grammophon bekommen. Oma ist gekleidet, heute auch sehr fesch. Sie bekommt eine warme Unterwäsche. Viele Geschenke sind rasch verteilt, bis man bei Wein und Keks verweilt, den man sehr liebt und reichlich in die Öffnung schiebt. Da hierbei trocken ist der Mund, leert man manch Flasche Stund um Stund. Vormittags nur rennen, laufen, flitzen,
und am Abend hat man einen Sitzen. Obwohl so heilig doch die Nacht, viele haben da schon blau gemacht. Am Christtag, dann am Morgen, beginnen nun die nächsten Sorgen. Ach, wie vom Kopfe die Migräne sich zieht hinunter bis zu die Zähne. Im Schlunde brennt nun eine ungeheure, grausam ätzend Magensäure. Doch zu allem Überdruss ist damit lange noch nicht Schluss. Man denkt schon an Schlafen, Liegen, da sieht man die Verwandtschaft um die Ecke biegen. Jetzt ist der Tag gelaufen, jetzt hilft wieder nur das Saufen. Es scheint, die Weihnacht ist mir sehr zuwider, doch jedes Jahr freue ich mich trotzdem wieder, wenn die Weihnachtsglocken hell erklingen und mich um die Nerven bringen. Ja, meine Lieben, so arg ist nicht. Ich freue mich immer auf Weihnachten. Weingut Jammeck, Teil 2. Weißenkirchen ist eines der wichtigsten und bedeutendsten Weinbaugebiete der Wachau. Das Gemeindegebiet umfasst 23 Quadratkilometer und zu Weißenkirchen gehören die Katastralgemeinden St. Michael und Joching. In Joching ist der Sitz vom Weingut Jammeck, einer der führenden Weinbaubetriebe in der Wachau und in Österreich. Josef Jammeck zählte nach dem Krieg zu den Pionieren des Wachauer Weinbaus und war mit Franz Prager der Wegbereiter für trockene Spitzenweine in der Wachau. Was kann man im Schnitt so pro Hektar, was man rauskriegt von Wein? Ja, wir haben 9000 Kilo Beschränkung. Achso, da gibt es eine Beschränkung. In der Vinea. Achso. Das ist, sag einmal, bevor es die ganzen Gesetze gegeben hat, oder was haben sie beim Grün und Veltliner bis zu 25.000 Kilo am Hektar gehabt. Das heißt, am Landbau kannst du das jetzt eine halbe machen. Aber nur, wie gesagt, das hat sich eben, wie der Senior-Chef gesagt hat, nach dem Krieg hat es eigentlich keinen Wein gegeben, der was nicht aufzuckert war. Da ist alles auf Menge gegangen. Yeah. Das hat sich Gott sei Dank jetzt geändert. Und wenn es der Wachau, weil wir sind ja spät von der Reife her, eines von den spätesten Weinbaugebieten. Und mit 9000 Kilo, da bist du eh am Limit. Sonst hast du keine Qualität nicht. Und euer Chef war praktisch, kann man sagen, der Erste, der was so auf die Qualität geschaut hat. Ne? Das war der Erste, so, der was naturreinen Wein eingeführt hat, ohne Aufzuckerung. Da ist sogar extra jetzt mehr noch da gekommen, sind die Fassel versiegelt worden. So. Da war dann mein Apfel dabei. Ich gesagt, da hat es nichts. Das war ja irgendwann in die 50er Jahre. Und wie schaut, sagen wir, wie viel Rode habt ihr? Nicht so viel, ja, nicht? Naja, wir haben zwischen 12 und 15 Prozent von der Gesamtfläche haben wir auf Rotwein. Ah, doch, ja. Und das ist für die Wachau. Was habt ihr da, Zweigelt oder Zweigelt was? Und Spätburgunder. Aha. Und sonst in erster Linie Veltliner und Riesling? Veltliner und Riesling ist Hauptsorte. Wobei die letzten paar Jahre eigentlich wieder der Veltliner im Ansteigen ist. Wenn ich jetzt dauernd mit dem Kölnermeister rede, müsst ihr ja wissen, wie der Kölnermeister heißt. Volker Mader. Okay, danke. Thank you.